Herzlich willkommen zu einer neuen Meditation und weiter geht's. Die Reise durchs Tarot, durch die großen Arkana des Tarots und heute habe ich die Karte der Stern vorbereitet. Und der Stern war ja immer so eine Karte, mit der kann ich beim Tarot oft einmal weniger anfangen. Also ich habe mir da lange hart getan, habe jetzt auch noch einmal nachgeschaut und grundsätzlich sagte diese Karte eine positive Zukunft voraus, eine positive Entwicklung auch voraus. Und es geht darum auch nach natürlich diesem Niederschlag des Turms, den wir auch gehabt haben, also dieser 16, wo quasi alles niederbricht, wo der Blitz in diesen Turm einschlägt und Hab und Gut weg ist und alles zerfällt, bietet diese Karte eben den Neubeginn und den Blick in eine positive Zukunft. Wichtig ist natürlich bei dieser Zukunft, auf der einen Seite bei dieser Karte fließt sehr viel, da ist sehr viel im Fluss, in Bewegung, aber auf der anderen Seite geht es natürlich auch darum, wie gestalte ich denn eine positive Zukunft für mich selber? Das heißt, es ist etwas zerbrochen, es ist vielleicht was weggefallen, aber wie komme ich denn da jetzt in eine Ebene, wo ich sage, die wird wirklich besser, die Zukunft, und es wird nicht nur wieder eine Wiederholung von althergebrachten Mustern. Und das schauen wir uns heute an. Also alles neu, ja, aber alles neu bitte positiver. Und auf was du dich da konzentrieren kannst, welche Energien du da aktivieren kannst, das schauen wir uns jetzt bei der Meditation an. Dann lade ich dich gleich mal ein, schließ bitte mal deine Augen und atme gleich mal, du kennst es, tief ein und wieder aus und nochmal tief ein. Und wieder aus. Und mit jedem Atemzug entspannst du dich immer weiter und weiter. Und erlaube mal, dass du dich wahrnimmst, nicht in der Vergangenheit und nicht in der Zukunft, sondern genau im Hier und Jetzt, in diesem Augenblick, genau im Hier und Jetzt. Und du kannst dir vorstellen, hier, jetzt. Stell dir mal vor, deine Beine, linkes Bein hier, rechtes Bein jetzt. Und bewege einfach mal deine Zehen dazu. Hier, jetzt. Und am besten natürlich am Boden. Hier, jetzt. Und um das noch einmal zu verdeutlichen, kannst du auch noch mal so deinen Beckenboden und deinen Popsch anspannen. Wirklich so hier, jetzt. Einfach mal hier, jetzt. Hier, jetzt. Bei hier spannst du an, hier, jetzt. Atmest du aus. Hier anspannen und jetzt ausatmen. Absolut in der Gegenwart sein. Und Krisen liegen hinter dir oder vielleicht bist du auch gerade in einer Veränderung. Und merkst, es ist Zeit, in die Zukunft zu gehen. Und jetzt geht es darum, wie schaffst du das, eine gute Zukunft zu beschreiten, eine positive Zukunft zu beschreiten. Und als erstes erlaube dir einfach mal, dass du die Zukunft heller siehst, heller, leichter. Ein strahlendes Sonnenlicht. Oder wenn es dir lieber ist, einen Sonnenaufgang, wo die Sonne noch nicht so hell strahlt. Aber stell dir das mal vor. Heller, heller. Die Zukunft wird heller. Das, was vor dir liegt, ist einmal klar erleuchtet. Und dieses Licht hat einfach den Zweck, dass du klar sehen kannst. Und es ist auch etwas Helleres, das dich erhebt, das dich hochhebt. Und stell dir mal vor, du gibst jetzt einfach mal so deinen Körper, du kannst auch mitmachen, du lässt deine Schultern einsinken und senkst deinen Kopf, also wirklich Kinn zur Brust und lässt den Kopf hängen. Und jetzt stellst du dir vor, heller. Und damit hebst du deinen Kopf heller, leichter. Du machst deine Schultern auf.
erhabener, positiver. Und nochmal, diese Zukunft ist also heller, leichter, positiver. Und spür mal, wie dich wirklich dein Körper schon nach vorne zieht im Sessel, wie du so nach dem Zug nach vorne hast, zu diesem leichten, hellen, lichtvollen. Und das ist so die Grundstimmung, wie du der Zukunft begegnen kannst. Also das ist jetzt mal so diese Grundstimmung. Heller, leichter, weicher, freudvoller. Und jetzt erlaubst du dir, deine Themen positiver zu gestalten. Und was bedeutet das? Nimm dir einfach mal vor, Themen Beruf. Wie schaut ein hellerer, leichterer Beruf aus in der Zukunft? Oder wie schaut deine Tätigkeit in der Zukunft aus? Wenn du deinen Job nicht wechseln möchtest, was kannst du verändern, dass es leichter und heller wird? Wenn du deine finanzielle Situation verändern möchtest, was kannst du tun, um diese finanzielle Situation zu verändern? Wenn du deine partnerschaftliche Situation verändern möchtest, verbessern möchtest, was kannst du tun, um diese Energie zu erzeugen? Wenn du deine familiäre Situation verändern, verbessern möchtest, was kannst du tun, damit die Zukunft heller wird? Wenn du deine gesundheitliche Situation verbessern möchtest, ändern möchtest, was kannst du tun? Und nun erlaube dir einfach mal, den Bereich, der dir wichtig ist, der dir jetzt am wichtigsten ist, diesen Bereich zu fokussieren. Eine positive Zukunft, Finanzen, Liebe, Gesundheit, was auch immer. Und fokussiere dich jetzt, dass es heller, leichter, bewusster ist. Egal, wie der Status quo jetzt ist, in der Zukunft wird es heller, leichter, bewusster. Und spüre jetzt mal, wie du diesen helleren, leichteren, bewussteren Weg gehst. Wie ein Leitstern, der dich dorthin führt. Du fokussierst dich auf ein Thema und gehst in die Zukunft. Und was hält dich denn davon ab, dieses Thema zur Entfaltung zu bringen, diese wundervolle, leichte Zukunft wirklich zu gestalten? Und spüre, wie die Aspekte, die dich vielleicht noch halten in der Gegenwart, in einer Schwere, dass die jetzt in die Transformation und in die Heilung gehen dürfen. Und du bewegst dich jetzt auf diese helle Energie zu, in diese helle Energie. Und spürst, dass du im Fluss bist, dass du ins Fließen kommst, dass alte, gestaute Gefühle, die du in dir getragen hast, wie in einem Krug, jetzt einfach ausgeleert werden und wieder gehen können. Und du spürst, dass du freier wirst, bewusster wirst. Und dass du diesen leichten, erhebenden, erhabenen Weg gehst. Und spür das mal und lass alle Enge, Ängste und Einschränkungen hinter dir. Und du spürst jetzt die Energie eines Sterns über dir und um dich.
ein Leitstern, ein Leitlicht. Und du spürst, dass die Energie dieses Sterns dich nach vorne schiebt, nach vorne bringt, in deine Kraft hinein. Und spür mal das Licht dieses Sterns und spür, dass dieses Sternenlicht mit deiner Zukunft korrespondiert, dass dieses Licht dich nach vorne bringt. Und dass alles Alte, jegliche Krise, jegliches Drama weit hinter dir liegt. Sodass es nur mehr ein Schämen, ein Schatten der Erinnerung wird. Und du gehst ganz bewusst in dieses helle Licht der Zukunft hinein. Und alles in dir, jeder Anteil in dir, der sich noch an der Vergangenheit orientieren möchte, der sich daran festhält, was er mal gewesen ist, wer man mal gewesen ist, wie man sich vielleicht mal verhalten hat, all dieses Alte darf jetzt verschwinden und sich lösen. Und das Neue nimmt jetzt mehr und mehr Raum ein und wird mehr und mehr zu deinem Innersten, deinem Wesen, deiner Identität. Dieses Licht breitet sich in dir aus und der Stern, den du jetzt spürst, diese Energie, spielt dieses Licht wirklich in dich rein, in dein Unterbewusstsein rein. Und du spürst, es ist gut. Ich bin da und ich bedanke mich für diese Erfahrungen. Atme nun nochmal tief ein und wieder aus und nochmal tief ein. Und wieder aus und spür noch mal rein, wie es dir geht. Auf dem Weg in die Zukunft, im Manifestieren dieser wundervollen, positiven Zukunft. Spüre, dass jegliche Hilfe aus der geistigen Welt dich dabei unterstützt, diese Zukunft zu schaffen. Und dass du mit dieser Energie, mit dieser unterstützenden Energie ganz positiv in diese helle neue Zukunft gehen kannst. Bedank dich bei der geistigen Welt, bei deinen geistigen Helfern und Führern. Atme dieses Zukunftsbild nochmal tief ein und wieder aus und spür, dass du auf dem Weg in diese helle Zukunft bist. Nimm die nochmal auf in dir und streck dich mal durch. Und während du dich streckst, darf diese Energie nochmal mehr in dich einfließen, diese helle, positive Zukunft, die du jetzt im Hier und Heute manifestiert hast. Streck dich nochmal durch, beweg deine Arme und Beine und komm dann in deinem Tempo ins Hier und Jetzt, in diese Zeit, in diesen Raum zurück. Und wenn du dich wieder gut spüren kannst, kannst du dich an alles erinnern, was während dieser Meditation geschehen ist. Und du kommst klar wieder ins Hier und Jetzt zurück und öffnest deine Augen. Wie ist es dir bei dieser Reise gegangen? Wie war es denn der Reise mit dem Stern, zu dem Stern in deine Zukunft rein? Schreib es mir gerne in die Kommentare. Lass mir bitte wie immer einen Daumen hoch, da abonniere den Kanal. Und wenn dich interessiert, wirklich mehr zu manifestieren, auch auf der energetischen Ebene, mit der Energiearbeit, dann melde dich vielleicht an bei der Ausbildung Mediale Energetik, die startet im Oktober. Freue ich mich natürlich, wenn du dabei bist. Und sonst hoffe ich natürlich, dass wir uns demnächst wiedersehen. Hier auf YouTube oder live bei einer Sitzung bei mir in Linz. Ich wünsche dir alles Gute, eine wunderbare Zeit aus dem wunderschönen Linz. Dein Oliver Erani. Tschüss, bis nächstes Mal.